Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Borderlands und mit mir zusammen ist wieder der Baron. Ich grüße euch. Ja, wir haben das letzte Mal die drei Transmitter-Konsolen wieder reaktiviert. Können sich eigentlich alle wieder verständigen? Wir gehen jetzt erst am besten ab. Und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht treffen wir ja auch diese russische, liebenswerte, nette Kollegin. Die nicht will, dass wir jetzt zur Kammer gehen. Ich bin gerade in einer ungünstigen Situation. Und auch down. Nice. Aber ich wollte mich um die, die da auch ihre Geschütze aufgebaut haben, kümmern, indem ich an denen vorbeigelaufen bin. Schon wieder ein bisschen knackiger. Ich gehe rauf. Sehr schön. Ich schaue mir schon den ganzen Scheiß, der hier irgendwo am Boden liegt, gar nicht mehr an. Ist ja wie Weihnachten. Ja, bloß mal kurz. So, dann schmeiß mir das System doch mal wieder an. Ach ja. Ich dir nicht vertraut habe, aber für Schuldzuweisungen ist jetzt keine Zeit. Steel hat den Schlüssel und ist schon unterwegs zur Kammer. Hey, mach die Schlampe fertig. Tu's für mich. Finde Steel. Geht dein Wunsch in Erfüllung? Wieso heile ich jetzt nicht automatisch? Oha, ich kann dich sehen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber ich sehe dich wieder. Diesmal hast du mich überrascht. Jetzt muss es schnell gehen. Du musst sofort zur Kammer. Los! Meinst du, da sollen wir wirklich hin? Ja. Hast du vielleicht den Schild gewechselt? Dass dein Schild vielleicht Lebensregeneration hatte? Ja, das war ja noch diese eine, die hier mal in Old Haven. Weil, wenn das Schild keine Lebensregeneration hat, dann regenerierst du auch kein Leben. Automatisch. Tatsächlich das Ding wieder. Genau. Sehr schön, daran lag's. Ja, deswegen habe ich auch die ganzen Schilde nicht genommen, die vielleicht ein bisschen besser sind als meins. Weil die alle keine Lebensregeneration haben. Und die brauche ich, wenn ich da vorne im Kampf bin. Wahrscheinlich habe ich da irgendwie zu lang mal auf die automatisch. Angelegt. So, wir haben leider nicht diese Panzer bekommen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber da unten ist eine Fahrzeugbucht. Was? So weit weg. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Dankeschön.
Also das Zeug fliegt rum, aber es ist nicht, es bleibt nicht liegen. Ach, da fliegt es rum. Oh, ist zu dir geflogen. Ja, ach, zu mir? Ja. Ach so, vielleicht munitioniert es noch nicht auch. Da gar nicht. Ja, wie gesagt, ich spiele eh hauptsächlich SMG und da lädt sich meine Munition eh von selbst auf. Das ist. Pickups schießt er ab, um Spieler mit Nachschub zu versorgen. Ja, keine Ahnung. Irgendwas wird's schon bringen. Ja. Jetzt irgendwie anders gerichtet. Oh gut. Muss ich mir die anderen Skills vielleicht mal anschauen. Guck mal, da geht's zurück in die Salt Flats. Ah, okay. Bin ich ja mal gespannt, wo die Kamera ist. Das Echo-Netzwerk funktioniert wieder. Ich schätze, das verdanken wir dir. Denk daran, das Handelsnetz zu nutzen, wenn du was brauchst. Ich schätze, du findest da einige nützliche Sachen, Partner. War das jetzt der Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir zu Shops sollen? Ich hab die Karre. Wahrscheinlich, ja. Wir haben keine Zeit mehr. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Dann warten wir halt aufs nächste. Ist das hier schon? Ja. Oder wollen wir nicht erst noch die MG Quest abgeben? Ja, das können wir auch noch machen. Oh man, hier sind einige Gegner. Ich hab mal von hinten ein bisschen aufgeräumt. Jawohl. Super! Damit habe ich nicht gerechnet! Alter, was hier für ein Blödsinn überall rumliegt. Kein Mensch braucht. Bist du da?
nicht so schnell. Ich bin alt. Ist gut, Opi. Der Platten The Descent. Okay. Ehrlich. Oh. Die Zeit ist so gut wie abgelaufen. Du musst unbedingt zur Kammer. Eine zweite Gelegenheit kriegen wir nicht in diesem Leben. Hey, was machst du da gerade? Ich wollte mir die Pilze angucken. Aber die haben gar keine Lamellen. Ach so. Ah, nee. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber macht nichts. Oh. Das sind viele. Oh. Komme ich in letzter Zeit so oft auf Tee? Ey, da brennen Leichen. Oh. Wollten wir nicht noch die Quest abgeben? Na, ja, können wir auch machen. Wir haben doch Zeit. Ey, da ist eine schöne Blume. Wo ist eine schöne Blume? Hä? Ja? Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine sehr schöne Blume. Mit einem dezenten Pfeil nach rechts. Stimmt, der ist auch dezent. Junge, du springst gleich ganz nach oben. Ja, ich wollte den Shortcut nehmen. Erfolgreich. Und meine Güte, das Schild von denen hält ja unglaublich gut aus. Mit der Alien-Dingens. Ah, die ist zu langsam. Die schauen auch ultra entspannt aus. Ja. Die hängen auch einfach mal ein bisschen ab. Okay, das schaut. Da haben wir den Spruch mit dem Stock im Arsch ein bisschen zu ernst genommen. Ich glaube, hier ist mal wieder ein bisschen Zeit zum Snipern. Aber irgendwie treffe ich nicht. Der wackelt hin und her, dieser Typ. Sollte vielleicht mal ein bisschen Zielwasser trinken. Ach, mir ist das jetzt zu blöd, ich gehe jetzt einfach runter. Es ist super knapp. Jawohl, das war. Was ist schon? Bist du schon unten? Ich hab gesagt, das ist mir zu blöd, ich gehe jetzt einfach runter. War mein Wortlaut. Vor ungefähr. Ja.
20 Sekunden. Eine meiner leichtesten Übungen. Alles klar. Das ist nämlich das Schöne. Wenn du dann vorne an der Front stirbst, dann hast du meistens auch direkt vor der Nase einen Gegner, den du einfach umballern kannst, um wieder aufzustehen. Gott, was war das? Ja, es ist komplett okay, weil wir sind ja eh meistens relativ weit auseinander. Okay, da ist komplett okay. Irgendwas, was man hier mal aktivieren. Du kannst dann auch mal an dich denken und sagen, du möchtest jetzt einfach, wenn du in dem Bereich drin stehst, ein bisschen mehr Munition haben. Ist kein Problem. Ich fühle mich da nicht benachteiligt. Wäre jetzt wahrscheinlich nächsten Skillen, wenn wir einen Skillpunkt haben, schauen. Was sonst noch für eine Wah! Was meinst ich sollte du? Bungee ohne Seil mache ich. Oh, oh, okay. Aber... Ah, da oben. Ja, wieder ganz da oben. Da drauf gegangen. Ich sagte ja, ich mache Bungee ohne Seil. Aber diesmal in einem Abgrund, der keinen Boden hat. Weißt du, ich habe mir gedacht, wenn du hoch oben fällst... Aber ich könnte uns jetzt... Und auf dem Boden aufkommst... Dann du, also das Aufkommen ist ja das, was weh tut. Und wenn, jetzt habe ich mir gedacht, ich springe einfach da rein, wo es keinen Boden gibt, weil dann kommst du auch nicht auf. Okay. Ja, ja, das klingt alles sehr logisch. Ja, ja. Ne? Ich hätte uns da jetzt einfach auch durchbeamen können. Da wärst du wahrscheinlich auch mitgekommen. Ja, kannst du auch machen. Aber jetzt bin ich... Hi! Jetzt bin ich auch da. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Was? Was war das jetzt? Ich bin irritiert, dass hier hinten noch ein Gegner angezeigt wird, aber ist alles gut. Arena Promontory. Aber es ist tatsächlich schon wieder so weit. Echt? Ja, Wahnsinn. Over. Ja, ein neues... die... Da hinten geht schon die fette Scheiße ab. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Machen wir in der nächsten Folge. Ja, schön, dass er mit der... Schön, dass er wieder mit dabei war. Und, ja, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und schaut auch gerne mal beim Wode vorbei. Der Link zu seinem Kanal ist in der Beschreibung. Und dann melden wir uns aus diesem kleinen Schneetauer wieder. Von daher macht's gut, wir sehen uns und ciao. Ciao.